Hallo, ich bin Grossmeister Martin Sever, gerade kurz vor dem Kranich-Seminar. Jetzt folgt dann das lange Kranich-Seminar. Wir schauen jetzt hier einfach einen Ausschnitt an, wo wir die verschiedenen Kräfte kurz anschauen. Und dann gehen wir schon weiter. Die ganz typischen Kräfte, die wir im Kranich, im Pakokpai brauchen, die schauen wir nachher spezifisch noch an, ein bisschen tiefer. Selbstverständlich können wir in den paar Stunden, die wir daran arbeiten, nicht den ganzen Stil wirklich erlernen. Das ist nicht realistisch. Aber ich versuche einen guten Einblick zu geben in das System, was meiner Meinung nach sehr praktisch ist, sehr gut anwendbar in der Realität, aber schau selber. Was geht's? Was wollte ich ganz konkret? Ich wollte verhindern, dass es steif ist. Wenn es steif ist, ist es immer falsch. Steif ist, wenn ich das Gefühl von Kraft in meinem Arm habe, dann ist es steif. Das Gefühl von Kraft bringe ich an, indem ich Bizeps gegen Trizeps drücke. Darum habe ich das Gefühl, dass ich kräftig bin. Das ist aber falsch. Warum? Wer weiss es? Ja, die Muskel schafft gegen Muskel, das heisst, dass man eigentlich braucht, das Momentum ausschlagen. Genau. So, das darf ich nie in keiner Version. Verkrampft ist immer falsch. Begriffen? Dann haben wir zwei wesentliche Richtungen. Wir haben eine harte Richtung und wir haben eine weiche Richtung. So, das haben wir jetzt eigentlich extrem versucht. Wobei wir einfach erst in der Oberfläche und ins Wegstoßen gegangen sind. Wir gehen dann noch viel tiefer. Versteht ihr das so? Wenn ihr das Gefühl habt, es sei kräftig, ist es falsch. Nur mal. Wenn ihr das Gefühl habt, es sei kräftig, ist es falsch. Ich sehe so keine Reaktion, also sag es nochmal. Wenn ihr das Gefühl habt, es sei kräftig, ist es falsch. Falsch. Das ist immer noch nicht passiert. Okay. Warum? Ich habe schon die Hände schon mal. So, das Gefühl von Kraft, ich spanne an und es macht. Und da passiert nichts. Wenn ich meine beiden Muskeln gegeneinander spiele. Da Brust, Druck etc. Also, ich habe zwei Arten. Ich habe Kraft, die ich mit meinem Körper unterstütze. Sogenannte Hard. Das ist aber nicht angespannt. Das Einzige, was ich fixieren muss, ist mein Handgelenk. Das ist jetzt alles sehr praktisch, was wir machen. Sehr gut geeignet für den echten Kampf. Fünfte Straße. Nur mal, es gibt kein Verspannen. Das gibt es nie. Es ist immer falsch. Mit meinem ganzen Körper, mit dem ganzen Support aus meinen Beinen, kann ich hier einen Gong schlage. Das ist Gong. Du spickst auf den Rücken. Kannst du das so? Das ist ein härter Schlag. Gong. Body Support, gerade führen. Gerade führen. Das ist Gong. Okay? Hat nichts damit zu tun, dass ich mache. Das ist alles angespannt. Das ist falsch. Das ist locker aus meiner Luft raus. Okay? Die zieht hinten, die führen. Ich habe einen Ausgleich da. Das eine geht hinter, das andere geht vorne. Der Body, der ganze Körper, wie an eurer Grundschule, unterstützt das. Es ist nicht nur das da. Es ist der ganze Körper, der kommt. Der Arm muss aber relaxed sein. Spürst du? Mhm. Okay. Wie ist es für dich? Vielleicht erklärst du das kurz. Ja, der Power ist dann sehr durchdringend. Massiv, aber durchdringend und gleich sehr auf den Punkt. Also es ist überhaupt nicht das Stossen oder irgendwie so etwas. Nicht wegstoßen. Dann kennen wir eine weitere Art, jetzt musst du einen anderen Winkel geben, sonst muss ich nur aufschlagen. Kannst du es so. Dann habe ich aus der Sehne raus, wie peitschend. Das ist Jau. Ist nicht weniger gefährlich, ist aber auch nicht das da. Nicht das. Es ist für ihn, er wird es nachher noch beschrieben.
aus der Seite raus. Und wir sind offen. Etwas schwierig. Das ist dann mehr wie ein Nadelstich. Das ist wie konzentrierter von der Wirkung her. Das andere ist wie ein Rambock, aber es ist nicht ein stoßender Rambock, sondern man spürt den Bodysupport dahinter. Das ist viel konzentrierter, mehr wie ein Laser, wie ein Laserstrahl oder eben ein Nadelstich. Das Coole daran ist, dass es quasi endlos ist. Es ist nicht anstrengend. Gong ist auch nicht anstrengend, ich kann es endlos machen. Endlos. Endlos. Da, das kann ich endlos. Ich kann es endlos machen. Endlos. Nicht anstrengend. Wenn wir das jetzt mal schnell ohne Küsse anschauen, dann können wir uns machen. Wir gehen auf die anderen, nehmen wir nicht so. Ja. So, ich mache es nicht so fest. Mit dem Körpersupport. Hm? Okay, wie fühlt sich das an? Es zieht rein. Also es geht wie tief rein. Die Art von der Kraft. Anders als Stossen. Also, das ist das, was man sieht, wenn man Kneipenschläger legt. Oder? Nee? Mhm. Ist das angenehm? Ja. Aha. Okay. Und jetzt die Soft-Version noch. Ja. Dass wir da aus dem Jau raussehen. Du hast selber verzählt, was es ist. Nein. Nur verzählen. Ja, es ist wirklich viel Nadelstich. Wo ist der Schmerz? Beim einen geht es wirklich einfach, zieht es durch. Und bei dem ist es schon eher an der Oberfläche. Aber es ist so wie, würde es da zerstören. So wie eine Beschreibung. So wie aufplatzen oder so. Jetzt versuchen wir die zwei Arten. Go. Body Support. Jau. Aus den Sehnen raus, aus der Bewegung raus. Die Handhaltung ist jetzt irrelevant. Ich brauche den riesen Weg, sondern ich kann es relativ kurz. Wenn es da bringt, ich brauche nicht viel. Oder? Kann nächstes. Easy. Bruce ist 1-inch Power. Ich brauche nicht so viel Abstand. Sehr nötig, kein Problem. Okay, jetzt geht es um morgen. Was denken wir weltweit? Wie viel Prozent der Hurra-Ausübenden wissen Bescheid, wie man so Kraft nutzt? Real nutzt? Wissen den Inhalt von einer Form? Den Lerninhalt? Was denken wir? Ja? Zurück. Ich sag 5. Du? Hast du schon einiges gesehen? 1%. 1%? 1%. 1%. Okay, wir reden von etwa 10 Millionen Hungarusübenden, 1% ist. 100.000. Hättest du für 100.000 Leute wissen das? 0,1%. Wie viele von Leuten dann? 22. Wie viel Prozent sind das? Gemittelt. Wir merken da etwas. Das ist der Unterschied. Und darum darf ich dir. Wenn ihr ein gewisses Level erreicht habt, auf keinen Fall stoppen. Sie haben noch eine Finanzbasis durch, haben noch wie vorne gelernt, können Gunschi, können dies und jenes, dann hören sie auf. Ja, nein, das ist euer Ernst, oder? Dann, wo es interessant wird und in die Tiefe geht und ihr die Vorteile vom System könnt haben. Und das, was wir hier machen, ist ein Kriegskunst. Entsprechend muss mein Power-Management sein. Ihr kennt das von eurem Computer. Wenn ich es irgendwo einstelle, Power-Management. Junge, ich kann nicht so an. Gibt es das nicht mehr? Gibt es noch, oder? Okay.
Dort optimiert man den Energieverbrauch von dieser ganzen Sache, dieser Kiste. Da geht es um genau das Gleiche. Es geht um Power Management. Ich darf mich nicht verausgaben, weil ich nicht weiss, wie viele Gegner noch kommen. Im Gegensatz zu einem Turnier, sportlichen Wettkampf, wo es einen Rahmen gibt. Und ich weiss, 2 Minuten, dann habe ich eine Pause. Und wenn ich wiederhole, geht es wieder runter. Was noch? Das habe ich da nicht. Ich habe keine Ahnung, wie viele von diesen Angreifern noch kommen. Entsprechend, und das ist das Wesentliche, entsprechend muss die Technik so gut sein, dass sie möglichst wenig Energie braucht. Und möglichst eine hohe Verletzung bringt. Also der Wirkungsgrad muss sehr hoch sein. Macht Sinn, oder? Okay. Denkt dran. Anders ist es, wenn ich für mich übe. Selbstverständlich trainiere ich mich auf meine Kondition. Und in meinen Formen habe ich logischerweise Bewegungen, die ich lernen soll, die anstrengend sind. Das ist logisch. Aber der Kampf, die Anwendung davon, die muss so simpel wie möglich sein für mich. So wenig Kraft wie möglich brauchen. Und dann sollte das funktionieren. So effizient wie möglich. Wir haben uns jetzt mit diesen zwei Kräften auseinandergesetzt. Gong und Yao. Wesentliche Kräfte, hart und weich, simpel übersetzt. Aber natürlich geht es um viel mehr, wenn man von hart und weich redet. Es gibt ganze Strategien. Aber da wir jetzt hier im Kranich-Seminar sind, reden wir natürlich über Kranich, über Yao. Und da gibt es dann auch noch ganz viel, was man muss verstehen. Man muss auch verstehen, dass Kranich Element Holz zugeordnet wird. Und dann kommt einiges, das so klarer wird im Kopf, wo man versteht, wo aber zum Teil halt noch sehr schwierig ist, physisch mit unseren Nerven in unserem Kampf wirklich umzusetzen. Deswegen üben wir da, man sieht es im Hintergrund noch, sind noch sehr fleissig am Üben. Das braucht Stunden, das braucht Jahre, um diese Sachen wirklich zu verinnerlichen. Aber es lohnt sich, es ist extrem effizient. Neben dem, dass es natürlich gesund ist, das auszuüben und es ein Lebensweg ist, eine Lebensphilosophie, wo ich gehen kann. Ich wünsche dir weiterhin viel Spass beim Üben. Ich hoffe, das war eine Inspiration. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus unserem Kranich-Seminar, das wir hier am Samstagnachmittag gegeben haben. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder bei uns, irgendwo im Unterricht oder natürlich online. Danke vielmals fürs Zuschauen.